Du bist morgens steif, deine Füße, deine Gelenke, alles ist steif und du kannst kaum gehen. Es gibt eine ganze Menge, was man dagegen tun kann. Vor allen Dingen muss man viel Flüssigkeit trinken, aber das will ich jetzt gar nicht so ausholen. Ich möchte euch zeigen, wie ihr euch helfen könnt über die TCM, über die Meridiantechnik. Ganz simpel. Also, ihr könnt euch einen Löffel abends auf den Nachttisch legen. Und dass ihr morgens das im Bett noch macht oder ihr macht das direkt nach dem Aufstehen. Trinkt euch mal ein bisschen zwei Kaffee oder viel Wasser und dann zieht ihr die Meridiane. So, wir haben das vorbereitet, ganz einfach. Also, du kannst das im Bett machen oder wo auch immer. Du hast jetzt wieder den Löffel. Dann nimmst du nicht die Breitseite, dass du so arbeitest, sondern mit dieser Seite hier. Okay, also, wir haben das jetzt mal aufgezeichnet. Hier. So verläuft der Meridian nach oben. Das sind die Yang-Meridiane. Und die ziehst du volle Pulle hier so hoch. So, ich mache es jetzt mal ein bisschen fester. So, ist so hoch. So, ganz feste. Da, feste, 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 feste. Und die ist gut vertragen können. Die ist gut vertragen können. Ziehen es fester. Schon nach ein, zwei Mal durchblutet das. Oh, enorm. Also, auf dieser Seite zieht ihr die von den Fingerspitzen von da hier hoch, 7, 8 oder 10 Mal. Und dann dreht ihr die Hand rund und zieht die von innen so runter. Hier am Puls vorbei, Handinnenfläche, dann so hoch. Zum Richtung Mittelfinger. Ganz feste. Gut ist es natürlich, wenn ihr die Hand so aufmacht, dass er nicht so über die Falten so springt. So machen, dass er so richtig darüber geht. So. Dann haben wir auch gleichzeitig die Roland-Seenplatte. Ich habe da so ein bisschen Probleme. Ich mache das selber, habe das schon ewig. Und seitdem ich das mache, kann ich alles machen. Es geht nicht weiter. Nur mal so. Karpaltunnel könnt ihr behandeln. Aber auch die Gelenksteifigkeit. Natürlich jetzt auch auf der anderen Seite mal kurz durchgezogen. Dann so wieder hoch. Ganz feste. 10 Mal. 10 Mal runter, 10 Mal rauf, 10 Mal rauf, 10 Mal runter. Ne? Auf der Innenseite runter und auf dieser Außenseite so rauf. Dann dasselbe an den Unterschenkeln. Ihr setzt euch hin im Bett oder an der Bettkante oder wo auch immer am Frühstückstisch, nehmt den Löffel, bevor er gefrühstückt am besten, geht dann von innen hier so hoch, innen so hoch, so. So, hier hinter dem Knochen vorbei, hier so hoch. Ne? Alle haben so ein bisschen mal Wehen, ich habe das auch durch meinen Leistungssport, bin ja nicht mehr so der Allerjüngste, aber so zieht ihr das richtig schön hoch. Schön so langsam. Und auf der anderen Seite so volle Pulle runter. 10 Mal. Dann ist hier noch ein Meridian, den auch so runterziehen, an der Seite. Übrigens, das ist der Gallenmeridian, das ist der Magenmeridian, volle Pulle bis hier unten hin, so wie ich es zeige, und das ist der Nierenmeridian. Da verläuft die Milz und die Leber auch. Und da kommt der Meridianfluss zustande, macht er richtig kräftig. So. Bis zu 10 Mal hoch. Ich würde es am Anfang nur 5 Mal machen jeweils. Also 5 Mal rauf. Dann 5 Mal hier so runter. Könnt es auch hier außen mit so machen. Ja, wir haben das extra so schön eingezeichnet. Die andere Seite genauso. Runter, volle Pulle, 10 Mal. Hier runter, bis da unten hin. Und dann solltet ihr euch auch richtig bewegen. Macht diese Übung. Gleichzeitig ist es eine Dehnübung und ihr werdet beweglicher, aber das durchblutet ungemein. Und dann geht ihr hier auch innen wieder hoch. So. Und das macht ihr morgens als ein Ritual. Und dann macht ihr die Innenseite. Schaut euch das Video an und wenn ihr es öfter anschaut, dann seht ihr das. Das ist der Meridianfluss auf der Innenseite von unten nach oben. Und hier auf der Außenseite, da gehört auch hier der vordere Muskel, gehört mit zur Außenseite,
von oben nach unten. Linke wie rechte Seite. Hier, nochmal gezeigt, Kameramann. Damit es jeder sieht. Ja, so ist der Meridianfluss. Die Meridiane braucht ihr nicht auswendig lernen. Ihr macht erstmal den Grundstock. Auf der Innenseite wird immer alles hochgezogen und auf der Außenseite runtergezogen. Jetzt für die ganz Schlauen, das wird wahrscheinlich kommen, hier ist es ein bisschen anders, weil der Mensch, der steht so. Das heißt, wenn ich jetzt so bin, sage ich jetzt, zieh runter. Aber es ist ja so, die Hände liegen, sind so, der Mensch steht so, ja, in der TCM, traditionellen chinesischen Medizin, und dann ziehst du wieder hier die Innenseite so hoch. Wenn der Arm so runterhängt, dann ziehst du den so wieder runter. Und wenn du das nicht verstehst, dann ziehst du es meinetwegen so hoch und so, wenn du so bist, so wieder langsam runter. Ne? Es geht ja nur darum, weil der Mensch, der geht ja nicht so durch die Welt, ja, Kameramann zeigt das mal so, sondern du gehst ja so durch die Welt und du hältst ja die Arme runter. Du musst dann ein bisschen umdenken. Deshalb haben wir das so eingezeichnet. Also, so volle Pulle runterziehen und so wieder hochziehen. 5 bis 10 Mal linke wie rechte Seite. Also, nur mal so für die Anatomie. Alles, was innen ist, wird nach oben gezogen. Und was von außen ist, das ist ja die Außenseite, wird von oben nach unten gezogen. Und so ist es an den Beinen. Die Beine sind ja immer in diese Richtung. Also ist es da immer leichter. Ich hoffe, ich habe es nicht so kompliziert gemacht. Macht es regelmäßig. Ihr werdet begeistert sein, was alles geht. Trinkt, fragt euren Doktor, was er euch noch verordnen kann oder ernährt euch dementsprechend, beschäftigt euch damit. Aber diese TCM-Methode, die ist genial unterstützend. Wer aktiv wird, Aktivität stärkt. Wer passiv ist, dem wird auch nicht geholfen. Fangt leicht an, wenn es weh tut, macht er weniger. Ihr könnt sogar mit einer Feder machen. Ja, dieselben Meridiane, so ganz leicht, gibt eine Kitzelmassage oder macht es ein bisschen stärker. Also wenn euch das gefallen hat und ich bin total erfreut, wenn wir auf unserem Kanal mehr Besuch bekommen und gerade das ist eine super Sache, die auf der ganzen Welt durchgeführt werden kann. Und übrigens, diese Methode, die TCM, die Meridian-Methode, ist die älteste Methode der Menschheit. Ich habe es über 50 Jahre so durchgezogen, möchte euch das weitergeben. Also, wenn euch das gefallen hat, abonniert uns. Wir freuen uns. Tschüss.